Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir haben schon mal ein bisschen so offscreen ein bisschen gerätselt. Das ist immer noch Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Wir sind bei Fall 5. Wir nehmen gerade Emma auseinander. Zu meiner jetzt auch nicht unbedingt Freude. Und es geht um dieses Bild. Und ich guck mal gerade, was mir so spontan an den Sachen... Der wurde in den Rücken gestochen. Der wurde in den Rücken gestochen. Aber doch mit Sicherheit nicht mit so einer... Also, eine einzelne Stichwunde. Das machst du doch nicht... Also, ganz ehrlich. Das machst du doch nicht mit diesem krummen... Das sieht ja aus, als würde man mit einem Lineal da die Leute... Ich mach einfach die Waffe. Ich mach auch die Waffe. Komm. So. So. Dann gehen wir ihr mal auf den Sack. Okay, das war nicht richtig. Jetzt kommen wir die Frage... Wo muss ich das denn wieder anwenden? Weil das Bild ist falsch. Da sind wir uns alle einig. Ah, hier ist das. Hier ist das, danke. Euer Herren! Diese Aussage widerspricht dem... Ach so. Darf ich immer noch nicht? Ach, der Autopsiebericht oder was? Das war bestimmt der Autopsiebericht. Wir gucken einfach mal. Vielleicht blamieren wir uns auch unsterblich. Passt. Okay. Ich überbringe nur ungern schlechte Nachrichten. Aber das Bild, das die Zeugin malte, enthält einen gewaltigen Widerspruch. Was? Aber ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Harold? Vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns den Widerspruch einfach zeigen. Welcher Teil dieses Bildes widerspricht dem Autopsiebericht? Ja. Der Widerspruch liegt natürlich hier. Sehen Sie sich doch das Messer an, das der Mann hält. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, dass die Spitze abgebrochen ist. Sie müssen eigentlich nicht genau hinsehen, um das zu erkennen. Aber Herr Wright, sehen Sie sich doch die Beweise an. Sehen Sie die Mordwaffe, deren Spitze ist auch abgebrochen. Wenn ich mich recht erinnere, recht entsinne... wurde die abgebrochene Spitze in der Leiche des Opfers gefunden. Es war der endgültige Beweis, dass Joe Dark der Mörder war. Es tut mir leid, Emma, aber so einfach ist das nicht. Hä? Wo sehen Sie da ein Problem? Es ist eindeutig, wirklich. Das Opfer erlitt eine einzige Stichwunde im Rücken. Wenn das Opfer nur eine Stichwunde erlitt, dann dürfte die Mordwaffe noch nicht zerbrochen sein. Was soll das heißen? Vielleicht war das Messer vorher schon kaputt. Tut mir leid, das ist leider unmöglich. Die Spitze des Messers wurde in der Leiche des Opfers gefunden. Wenn es vorher schon zerbrochen gewesen wäre, hätte die Spitze dort nicht gefunden werden können. Das stimmt. Aber was bedeutet das? Die Spitze des Messers wurde unbestreitbar in der Leiche des Opfers gefunden. Die einzig mögliche Erklärung wäre, dass die Zeuge sich falsch erinnert. Deshalb habe ich so oft gefragt, ob sie sich wirklich richtig erinnert hat. Ich glaube, sie waren darüber verärgert. Aber sie war sich sicher, sich richtig zu erinnern. Aber es gibt keine andere Erklärung für diese Ungereimheiten. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Es gibt eine andere Erklärung. Haben Sie es schon vergessen?
das kleine Etwas, auch gefälschterweise genannt. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, Wright. Ich sage nur, dass dieses zerbrochene Messer der gefälschte Beweis gewesen sein können. Sie können das nicht bestreiten. Nein. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Behaupten Sie etwa, dass die Ermittlungen sabotiert wurden? Euer Herrn? Lassen Sie bitte nochmals die Ereignisse durchgehen, die am Tag des Mordes stattfanden. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an jenem Tag ein Fest. Nachdem er dabei zum König der Staatsanwälte gekürt wurde, verhörten Need Marshall und Damon Gant gemeinsam Joe Dark. Während des Verhörs floh Joe Dark aus dem Raum. Staatsanwalt Marshall setzte ihm nach und wurde von Dark umgebracht. Ich glaube, dass sich irgendwo in dieser Geschichte eine Lüge versteckt. Ich lüge nicht. Der Mann hatte wirklich ein zerbrochenes Messer. Wenn das wahr ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Es kann nicht die tatsächliche Mordwaffe gewesen sein. Es muss ein anderes zerbrochenes Messer geben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei zerbrochene Messer gab? Ein anderes zerbrochenes Messer außer dem von Joe Dark? Gab es wirklich eins? Das von der Trophäe, ne? Genau, das vom Pokal, richtig, genau. Wenn die Zeugin felsenfest von dem überzeugt ist, was sie sah, lässt sie die Sache nicht einfach durch einen Beobachtungsfehler erklären. Herr Wright! In jedem Augenblick sah Emma wirklich ein zerbrochenes Messer. Ich nehme also an, dass Sie Informationen über dieses andere zerbrochene Messer haben. Wenn dem so ist, dann klären Sie uns bitte auf. Die Mordwaffe war schon vor dem Mord zerbrochen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sehen Sie hier. Hier ist die tatsächliche Mordwaffe. Ist wahrscheinlich auf dem Bild besser, ne? Genau, ich nehme das Bild. Weil da sieht man es auch, dass es schön zerbrochen ist. So, die Trophäe vermute ich jetzt mal nicht. Die Antwort liegt in der Vergangenheit. 2 Jahre in der Vergangenheit. Genau hier auf dem Foto. Das ist das Foto von der Verleihung, Was ist los, Herr Edgeworth? Das ist die zerbrochene Mordwaffe. Sehen Sie die Trophäe, die Staatsanwalt Marshall hält. Das ist ein zerbrochenes Messer. Wie wir bereits annahmen, war das Messer auf dem Bild nicht das von Joe Dark. Wenn dem so ist, war das Messer, das die Zeugin sah, aller Wahrscheinlichkeit nach die Trophäe. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Neil Marshall bekam an jenem Tag die Trophäe König der Staatsanwälte verliehen. Dabei handelte es sich um ein zerbrochenes Schild und ein zerbrochenes Messer. Als er Joe Dark verfolgte, zog er dieses Messer. Als Staatsanwalt trug er keine Pistole. Das zerbrochene Messer war in der Situation seine einzige Waffe. Aber das kann nicht sein. Oh, und warum nicht, Herr Edgeworth? Wenn die Trophäe König der Staatsanwälte dieses Messer die Mordwaffe war, dann wären Mörder und Opfer vertauscht gewesen. Was meinen Sie damit? Ich meine, dieser Mann, der das Messer hochhielt, wäre dann Staatsanwalt Neil Marshall gewesen. Oh! Tja. Aber es war der Staatsanwalt, der starb. Das ist wahr. Was geht hier vor? Anscheinend war Herr Wright zu voreilig mit seinen Schlussfolgerungen. Warten Sie. Ich erinnere mich jetzt. Zeugin?
Herr Edgeworth! Was ist? Können Sie mir bitte nochmal Ihre Beweisliste zeigen? Seine Liste? Die mit dem Bild auf der Rückseite? Ich kannte es. Dieses Bild. Ich habe es gemalt. Was? Du hast das gemalt? Das ist richtig. Die Liste war noch nicht in zwei Teile zerrissen, als ich das Bild malte. Die ganze Zeit über habe ich versucht, alles zu vergessen. Ich muss diesen Teil tief in mir begraben haben. Vielleicht wäre es am besten, das Ganze der Zeugenaussage hinzuzufügen. Würdest du uns bitte erzählen, woran du dich erinnerst, Frau Sky? Ja, euer Ehren. Zuerst die Verwechslung mit den Messern und jetzt der Blue Badger? Das wird interessant. Das macht irgendwie noch nicht so ganz so viel Sinn und Logik und... Wir gucken mal. Aber wenn wir Edgeworth ernst nehmen, dann hat der Onkel Neil Marshall Joe Dark getötet und dann gehen wir davon aus, dass irgendeiner Neil Marshall getötet hat. Und da gibt's ja eigentlich nur einen, der dann noch in Frage kommt. Und der ist uns ja sowieso sehr persönlich sehr sympathisch. So, mal gucken, was erzählt sie denn? Als ich sah, wie der Mann sein Messer hob, geriet ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Ich glaube, ich schubste den Mann mit dem Messer weg. Dann gab es einen weiteren Blitz und ich sah den Blue Badger. Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seinen Umriss sah. Okay. Das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Wohl eher unmöglich. Der Leiter der Kriminalabteilung hat ihn erst dieses Jahr entworfen. Das bedeutet, es gab ihn vor 2 Jahren gar nicht. Na gut, ja gut, die Verteidigung möge mit dem Kreuzfeuer beginnen. Stopp, bitte, hören Sie auf! Lana. Was soll das bedeuten? Bleiben Sie bitte auf der Anklagebank sitzen. Aber das können Sie nicht tun. Ich habe das Verbrechen doch schon gestanden. Warum belassen Sie es nicht einfach dabei? Generalstaatsanwältin Sky, wir sind schon so weit gegangen. Es ist zu spät, umzukehren. Ruhe! Die Verteidigung beginnt jetzt mit dem Kreuzverhör. Gerichtsdiener, bitte halten Sie die Angeklagte fest. Anscheinend kommen wir endlich zum Kern der Sache. Ja, wir kommen zu irgendwas, was sie nicht hören will. Das finde ich nicht gut. So, wir legen los. Meintest du mit dem Mann Joe Dark? Ja, zumindest glaube ich, dass er es war. Du glaubst es? Ich sah nur einen Schatten. Der Stromausfall, der unmittelbar vor dem Vorfall stattfand, steht auch in den Berichten der Staatsanwaltschaft. Also dann... Warum solltest du so etwas Gefährliches tun? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Er wollte Herrn Marshall erstechen. Sie ist überzeugt davon, dass Dark das Messer hatte. Der Theorie zufolge, die wir gerade gespielt haben, war es Herr Marshall, der das Messer hielt. Nun, in jedem Augenblick wusste ich das nicht. Als dieser Dark mich zu Boden warf, hatte ich nur einen Gedanken. Ich muss Herrn Marshall helfen. Was meinst du damit, du glaubst es? Es passierte alles so schnell. Und ich stand unter Schock. Ich kann mich nicht mehr so genau an alles erinnern. Was ich tat, es ist alles so verschwommen. Innerhalb weniger Sekunden wurde Frau Sky fast ermordet und dann beobachtete sie, wie ein Mord begangen wurde. Ein wenig Verwirrung ist da eigentlich nur natürlich. Ich sah, wie der Mann jemanden anderen erstechen wollte, den ich für Herrn Marshall hielt. Ich wusste, ich musste den Mann mit dem Messer aufhalten. Was du getan hast, war sehr mutig, junge Frau. Und was geschah danach?
Bist du dir sicher? Natürlich. Sehen Sie, ich malte hier sogar ein Bild von ihm. Aber der Leiter in der Kriminalabteilung dachte sich dieses scheußliche Untier aus. Und das war erst dieses Jahr. Der Blue Badger, den Blue Badger gab es vor 2 Jahren noch nicht. Das ist alles nachweisbar. Es klingt komisch, aber ich war ebenfalls überrascht, als ich ihn bei der Polizei sah. Ich hatte dieses nagende Gefühl, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Jetzt erinnere ich mich endlich. Oh Junge, immer wenn man glaubt, dass es schon genug Aufregung gibt. Sag uns, wo im Raum hast du ihn tanzen gesehen? Er war nicht im Raum. Achso. Sein Schatten? Du meinst, du hast sein Gesicht mit dem freundlichen Lächeln und so nicht gesehen? Das stimmt, aber ich erinnere mich noch daran. Er hatte 3 gruselige Hörner. Das ergibt keinen Sinn. Das Ding hat es unmöglich vor 2 Jahren schon gegeben können. Die Zeugin muss sich irren. Das könnte schon sein. Aber wichtiger ist, warum sie dachte, dass sie sah, was sie sah. Oh? Und ich nehme an, Sie haben eine Erklärung? Wenn es so ist, bitte ich Sie, uns zu sagen, was dieser Umriss wirklich war. Was hat Emma nur gesehen, als es den Blitz gab? Wer ist dieser Blue Badger wirklich? Haben wir irgendwas, was so ähnlich aussieht? Das sieht nicht so ähnlich aus. Kann man das damit... Ja! Das kann man! Das kann man! Das kann man! Das kann man! Die Vase! Ich hoffe nur nicht, dass ich die irgendwie gleich noch schieben muss. Aber wir haben was! Ja! Der Blue Badger existierte noch nicht mal in Gedanken, als Emma das Bild malte. Trotzdem ist sie sicher, dass sie den Umriss sah. Sehr geehrte Damen und Herren, die Verteidigung glaubt, dass es an jedem schicksalhaften Tag vor 2 Jahren wirklich etwas gab, das dem Blue Badger ähnlich sah. Etwas, das sich hier in diesem Raum befindet. Herr Wright! In diesem Raum? Nun gut, Herr Wright. Was war es, das die Zeugin in jedem Augenblick gesehen hat? Zeigen Sie uns bitte das mysteriöse Etwas, das dem Blue Badger ähnlich sieht. Wahrscheinlich darf ich es gleich noch selber drehen. Das geht gleich völlig schief. Aber das wird es auf jeden Fall schon mal sein. Der mysteriöse Blue Badger war in Wirklichkeit das hier. Aber das ist... was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist eine Art Vase. Aber Herr Wright, das sieht doch überhaupt nicht wie der Blue Badger aus. Da hast du tatsächlich recht. So wie es jetzt dasteht, ist es nur eine Vase. Aber was ist, wenn wir unseren Blickwinkel ändern? Unseren Blickwinkel? Ich muss Ihnen den richtigen Blickwinkel zeigen. Ach du Scheiße, ich wusste es. Ja, wie drehe ich das denn super? So. So, nach links drehen oder nach rechts drehen? So. Das ist er doch, ne? Mal gucken, ob ich mich jetzt blamiere. In den richtigen Winkel? Okay, das war's nicht.
Tja, wie will er es denn haben? Warte mal. Aber wie kriege ich denn die drei Hörner hin? Mit dem Fuß der... Tja. Wir müssen alle nach oben zeigen, ne? Also, das ist schon mal dann die richtige Richtung, ne? So, also da stimmt ihr mir zu. Soweit, so gut, ne? Aber ja, die müssen ja irgendwie nach oben. Ja, aber wie zeigen die denn nach oben? Weil ich habe ja, das eine Horn ist ja hier unten. Ja. Ich mag dieses Rätsel. Grüße an den ZF Pro, der kann auch immer alles. Wie kriegen wir das ähnlich hin? Was ist denn, wenn wir jetzt... Wir können ja mal ein bisschen experimentieren. So? So vielleicht? Mal was ganz anderes? Nun, ist das nicht ein Wunder? Keiner kann die Ähnlichkeit der Vase mit dem Blue Badger bestreiten. Nein, das ist nicht möglich. Ruhe, Ruhe! Die Verteidigung hat ihre Behauptung bewiesen. Der ominöse Blue Badger, der am Montag gesehen wurde, war in Wahrheit das hier. Obwohl uns Herr Wright Schauspielleistung Freude machte, bleibt eine Frage. Was wollen Sie erreichen? Was meinen Sie damit? Also, das Badger-Ding war nur eine Vase. Das ändert überhaupt nichts. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie sich irren, Herr Edgeworth. Sehen Sie? Das ändert alles. Tatsächlich? Na schön. Bitte sagen Sie uns, was hat sich jetzt geändert, da die Zeugin die Vase gesehen hat? Komm. Gehen wir in die Vollen. Der Mörder. Erlauben Sie mir, eins nach dem anderen zu beantworten. Während des Mordes sah die Zeugin diese Vase. Nicht nur das, sie sah sie aus einem bestimmten Winkel. Also, von wo aus hätte sie die Vase also sehen können? Von wo aus? Man sieht auf dem Foto von dem Mordtag, wo sich die Vase befand. Auf einem Regal im Büro von Damon Gant.
Aber die Leiche wurde auf dem Büro, auf dem Boden bei Lanas Schreibtisch gefunden. Die Zeugin hat es selbst gesagt. Ja, und diese beiden Tatsachen verraten uns, was wirklich passierte. Sehen Sie? Der Kampf zwischen Dark und Marshall fand nicht im Büro von Lana Sky statt. Er passierte in der anderen Hälfte des Raumes, wo Büro von Polizeichef Gent. Wollen Sie damit sagen, der Mörder brachte die Leiche des Opfers woanders hin? Von dem in Gents Büro in Lana Skys Büro? Ja. Warum sollte er das tun? Es gibt keinen Grund dafür. Genau. Wenn es keinen Grund gab, hätte er sich nicht die Mühe gemacht. Die logische Folgerung ist, dass es einen Grund gegeben haben muss. Kennen Sie den Grund, Herr Wright? Ich habe es endlich verstanden. Deshalb hat Lana also versucht, den Prozess zu beenden. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Erinnern Sie sich bitte an die Zeugenaussage. Sie sagte, sie habe den Mann weggeschubst, der das Messer hochhielt. Im nächsten Augenblick wurde die Vase getroffen und flog durch die Luft. Nun sagen Sie mir, was könnte die Vase umgeworfen haben? Das müsste der Aufprall des Mannes gewesen sein, der gegen die Wand geschleudert wurde. Meine Damen und Herren, darf ich Ihre Aufmerksamkeit erneut auf dieses Bild lenken? Wenn der Mann in die Richtung vom Regal mit der Vase gestoßen wurde, was hätte er dann getroffen? Ah! Die Rüstung! Mit einem sehr scharfen und gefährlichen Schwert! Ja. Und da der Mann, der in diese Rüstung geschubst wurde, ein zerbrochenes Messer trug, muss es Neil Marshall gewesen sein, der die Trophäe schwang. Nein, Wright, Sie glauben doch nicht etwa... Doch. Es gab eine weitere Möglichkeit, was in diesem Raum wirklich geschehen sein kann. Eine weitere Möglichkeit? Natürlich hatte der Täter keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Herr Wright, was ist denn los? Wenn die Geschehnisse so waren, wie die Verteidigung annimmt, dann ist der Fall eindeutig in jenem Augenblick. Nehmen wir mal an, war der Mann, den Emma Sky wegstieß, Staatsanwalt Neil Marshall. Oh oh. Sie meinen, Herr Marshall starb wegen mir? Holla. Nein! Ja, das ist mal eine Wendung. Ich hätte nie gedacht, dass Ihre Aussage zu so etwas führen würde. Also war es die Zeugin, die das Opfer tötete. Das mit ihrer eigenen Zeugenaussage bewies. Das gab es noch nie. Und das würde erklären, warum ihre große Schwester sie schützen will. Was? Was sagen Sie da? Es tut mir leid, Frau Sky. Aber den Umständen nach... Joe Dark ermordete Staatsanwalt Marshall. Wie können Sie nur denken, dass es Emma war? Wie können Sie es nur wagen, an ihr das Verbrechen anzuhängen? Und so etwas aus Ihrem Mund. Wenn Sie sich erinnern, Sie haben die Beweisfälschung von vor 2 Jahren gestanden. Sie brachten die Leiche von Staatsanwalt Marshall weg. Damit niemand herausfand, was Emma getan hatte, nicht wahr? Herr Edgeworth, ich versichere Ihnen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wenn Sie wollen, dass Sie Ihren irrsinnigen Anschuldigungen Glauben geschenkt wird, müssen Sie es wohl beweisen. Sagen Sie mir, haben Sie eindeutige Beweise dafür, dass meine Schwester Neil Marshall umbrachte? Beweise? Ich wette, Sie haben keine. Ja, es wäre sicherlich nicht einfach, es zu beweisen. Wenn wir keine Beweise haben, müssen wir uns auf die Aussage berufen. Ich befürchte, das ist in diesem Fall nicht möglich. Beide Beteiligten des Vorfalls sind verschieden. Die Toten können definitiv nicht mehr aussagen. Alles war von Anfang an vergeblich.
1:0, Frau, für Sie, Frau Sky. Natürlich, da bleibt uns nur noch eine Möglichkeit offen. Du meinst, es gibt immer noch eine andere Möglichkeit? Was wollen Sie damit sagen, Herr Edgeworth? Ich meine die Möglichkeit, dass uns das Opfer eine Nachricht hinterlassen hat. Ob zum Guten oder Schlechten, Herr Marshall strabt nicht augenblicklich. Er könnte den Namen der Person hinterlassen haben, die ihn getötet hat. Irgendwie. Das ist unmöglich. Nun, Herr Wright, das ist die einzige Möglichkeit, die Sie noch haben. Eine Nachricht des Verstorbenen. Gibt es eine solche Nachricht? Ich muss mich an die Gerichtsakte erinnern. Der Name des wahren Mörders, den das Opfer vielleicht hinterlassen haben könnte? Gucken. Das ist ja vom Spind. Das hat ja nichts mit dem Mord zu tun, den wir da machen. Mit Fingerabdrücken von Emma Sky. Ja, den haben wir. Was haben wir denn hier noch? Moment, was muss ich denn jetzt machen? Die dunkleren Flecken müssen von Blutspuren von dem Fall von vor 2 Jahren sein. Nur das Stück, das im Büro vom Polizeichef Gent gefunden wurde, zeigt noch Linien. Warum hat er mir das denn jetzt angezeigt? Komm, wir nehmen die Vase. Das war jetzt purer Zufall, aber... Müssen wir jetzt malen? Da haben wir ja total Bock drauf, ey. Die Nachricht des Verstorbenen befindet sich bereits in unserem Besitz. Herr Wright! Schrecken Sie vor nichts zurück, um zu beweisen, dass Emma eine Mörderin ist? Sie irren sich, Frau Sky. Unser Ziel ist nicht, Emma eines Verbrechens zu beschuldigen. Wir sind nur auf der Suche nach einem. Der Wahrheit. Egal, wie schmerzhaft sie sein mag. Also, Herr Wright, zeigen Sie uns bitte den Beweis, der eine Nachricht des Verstorbenen enthält. Ja, nachdem wir jetzt eine Cutscene gesehen haben mit der Vase. Was heißt, fange ich jetzt an zu malen? Da freue ich mich ja ganz besonders. Das ist die Nachricht, die der Verstorbene hinterließ. Das ist der Blue Badger von vorher, richtig? Oh. Er wird einfach den Namen des Mörders sagen? Wenn er könnte, würde er es mit Sicherheit tun. Sieht so aus, als hätten alle vergessen, dass es sich nur um eine Vase handelt. Es wurde eine Nachricht hier auf der Oberfläche der Vase hinterlassen. Ach, das weißt du schon. Was meinen Sie damit? Wenn man genau hinsieht, kann man auf der Vase eine feine Blutspur erkennen. Als ob jemand das Blut weggewischt hätte. Ja, aber sehen Sie, aus irgendeinem Grund wurde das Blut nicht überall weggewischt. Ja, hier ist ein Strich aus Blut. Sie sagen also, diese Punkte waren einmal Striche? Staatsanwalt Marshall starb nicht augenblicklich. In seinen letzten kostbaren Augenblicken hinterließ er eine Nachricht. Eine, die wohl von jemandem weggewischt wurde. Da wo die Striche ihre Richtung ändern, muss Blut in die Vase eingedrungen sein.
Stimmt, genau. Wir brauchen nur noch die Punkte zu verbinden. Und die Nachricht des Opfers erscheint. Nein! Herr Wright, was für eine Nachricht hinterließ uns das Opfer? Euer Ehren? Ich denke, dass uns die Blutspuren die Antwort geben werden. Ich muss die Punkte zu Buchstaben verbinden. Das Opfer kann nur unter diesen Umständen nur eins geschrieben haben. Den Namen des Mörders. Ja, wir wissen ja, wie der Mörder heißt. Also... kann das jetzt nicht das Problem sein? So, wie verbinde ich das denn? Ach so. Ach so. Kann ich das einfach so machen? Natürlich nicht. Okay. So. Okay, das will er nicht. Okay, also das können wir nicht verbinden. Der sagt also auch, was man verbinden kann. Okay. Das macht die Sache einfach. So, da haben wir schon mal ein E. So. Das wird verbunden mit dem. Und das wird verbunden mit dem. So. Da haben wir das M. So, das A ist ja jetzt irgendwie logisch. So, und die dann eben auch noch verbinden. Ja, sollte passen, ne? Es ist die Pflicht des Verteidigers, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen. Deshalb habe ich nur daran gedacht, Lana zu retten. Nach all den Mühen hätte ich niemals geglaubt, dass es so enden könnte. Emma. Das ist also die letzte Nachricht, die Staatsanwalt Marshall hinterließ. Gerade sie. Sie hatte es sicherlich nicht gewollt. Aber letztendlich wurde das Opfer von Emma Sky umgebracht. Sehen Sie, Murphy, ich habe Sie gewarnt. Polizeichef Gent. Verstehen Sie, was Sie da angerichtet haben? Was? Wovon reden Sie? Vor 2 Jahren wurde Joe Dark zum Tode verurteilt. Er wurde wegen seines letzten Mordes verurteilt. Ich glaube, Sie waren der Staatsanwaltschaft in diesem Fall, stimmt das? Ja, Murphy. Wegen Ihnen wurde ein unschuldiger Mann zum Tode verurteilt. Nicht nur das. Sie setzten gefälschte Beweise ein, um ihn zu verurteilen. Aber Joe Dark war wirklich ein Serienmörder. Das ist unbestreitbar. Ich befürchte, dass das völlig nebensächlich ist. Wissen Sie es denn nicht? Wir sind keine Verfechter der Gerechtigkeit. Was? Wir sind nur die Hüter des Gesetzes. Einen Mann zum Tode zu verurteilen, ist keine geringe Sache. Auch wenn es ohne Vertuschung und Fälschung von Beweisen abläuft. Letztendlich übernimmt der verantwortliche Staatsanwalt die Verantwortung. Egal, was andere sagen, diese Tatsache kann nicht geleugnet werden. Was geschieht in der Staatsanwaltschaft? Die haben vielleicht einen Unschuldigen zum Tode verurteilt. Wie kann er nur so dastehen, als ob er nicht daran schuld wäre? Ruhe! 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 Die Bemühungen des Richters stießen auf taube Ohren. Da er den Saal nicht beruhigen konnte, ordnete er eine Pause an. Wohin dieser Prozess führen wird, weiß niemand. Okay. Jetzt wissen wir, was passiert. So, dann setzen wir noch hier einen wunderbaren Cut.
und gucken mal, wie es gleich weitergeht. Bis gleich.